Namaste. Namaste. Guten Morgen, liebe Freunde. Montag, 15. Juli 2024. Willkommen beim KIMI-Report. Die Geschichte hinter der Geschichte, das tägliche Manöver gegen die zunehmende Debilokratie. Schön seid ihr dabei. Zuerst, wie versprochen, der Hinweis. Wir haben über diesen Artikel im New England Journal of Medicine, weltweit wichtigster Impfguru gibt zu, Impfstoffe und so weiter, haben wir ein Sondervideo gemacht auf unserem Partnerkanal auf Rumble. Bitte hier bei YouTube und bei Rumble ein Daumen hoch und ein Abo hinterlassen, das wäre super. Ein sehr brisantes Video. Und ich möchte natürlich noch einen Dank aussprechen, nämlich an Oranje, an die Niederlande. Und zwar haben wir hier die wunderschöne Karte, haben wir eine Spende sogar aus den Niederlanden bekommen. Also herzlichen Dank, liebe Tini de. Ich sage nicht den ganzen Namen, aber es ist gut angekommen. Wir freuen uns natürlich, dass wir nicht nur in den klassischen deutschsprachigen Ländern gesehen und gehört werden. Ja, schade, weg mit diesen hübschen Ladies. Aber wir kommen natürlich nochmals zu der, ich denke, dem Ereignis des Wochenendes, dem Attentat auf Trump. Unerwünschte bitte wegtreten. Und in Butler, Pennsylvania, war an diesem Wochenende jemand unerwünscht, nämlich Ex-Präsident und vielleicht der zukünftige Präsident Donald Trump. Also ich meine, gibt es noch ein martialischeres Bild? Das ist ja schon fast Les Misérables in der französischen Revolution. Aber ja, es schauen wir mal da, was ein bisschen da dahinter stecken könnte. Und glaube ich, ganz gut zusammengefasst hiermit. Take a look at what happened. Der frühere US-Präsident Donald Trump ist bei einem Wahlkampfauftritt in den USA angeschossen und leicht verletzt worden. Bei dem Vorfall gab es mindestens zwei Todesopfer, darunter der mutmaßliche Schütze. Um etwa 18 Uhr Ortszeit fallen mehrere Schüsse während Trumps Rede im Bundesstaat Pennsylvania. Take a look at what happened. Also ich denke, das ist für jeder Mann und jede Frau gut hörbar. Ich sage das jetzt einfach ganz bewusst, weil wir schauen nachher, wie die Mainstream-Medien ansonsten darüber berichten. Das ist NZZ. Vielen Dank für diesen Beitrag. Wir schauen weiter. Dabei wird Trump am rechten Ohr von einer Kugel getroffen. Mehrere Secret Service-Agenten eilen Trump zur Hilfe und werfen sich schützend über den ehemaligen Präsidenten. Nach etwa einer Minute steht Trump wieder auf. Auf den Bildern ist zu sehen, dass er dabei am Ohr blutet. Trump wird von der Bühne weggeführt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Wenige Minuten nach dem Vorfall teilt sein Team mit, dass es Trump gut gehe und er medizinisch untersucht werde. Bei dem Vorfall gab es mindestens zwei Todesopfer, darunter der mutmaßliche Schütze. Im Internet kursieren Videos, die die verstorbenen Personen zeigen sollen. Auf diesem Video ist eine bewegungslose Gestalt auf einem Dach zu sehen. Dabei soll es sich um den Schützen handeln. Das bestätigen mehrere Augenzeugen. Satellitenbilder zeigen, dass sich dieser Ort nur etwas mehr als 100 Meter von der Bühne entfernt befindet, mit klarer Sicht auf den Präsidentschaftskandidaten. Nur wenige Sekunden, nachdem er das Feuer eröffnete, soll der Schütze von einem Secret Service Agenten erschossen worden sein. Take a look what happened. Auf diesem Video wird eine andere Person die Tribüne heruntergetragen. Hier handelt es sich höchstwahrscheinlich um den getöteten Teilnehmer. Kurz nach dem Vorfall hat sich auch Präsident Biden geäußert und die Tat verurteilt. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. Die Behörden untersuchen den Vorfall nun als Attentatsverdacht. Soweit so gut von der NZZ. Interessant auch, dass der Schütze nicht als Mörder oder Mordversuchender oder Attentäter, sondern als Teilnehmer bezeichnet wird.
Ja, und vielleicht in der Schweiz oder vor allem in Deutschland. Trump hat ja dann gleich wieder Widerstand gezeigt, dass er gesund ist, also dass er nur leicht verletzt ist. Aber diese rechte Hand da, das, ich weiß nicht, das ist das nicht verfassungswidrig? Also ich denke, in Deutschland würde man ein Ermittlungsverfahren gegen Donald Trump eröffnen. Aber lassen wir diese Ulkerei, es ist schon tragisch genug in good old Germany. Nun, die Serie der Attentate und Mordversuche gegen unerwünschte Politiker wird fortgesetzt. Wir kennen die Geschichte mit dem slowakischen Premier Robert Fico und nun Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung durch einen Schuss leicht am Ohr verletzt. Aber eben das Ohr ist ziemlich nahe beim Gehirn, sitzt am Kopf und ja, ein paar Zentimeter ist sein oder nicht sein. Zeigt uns natürlich auch diese zufällige Endlichkeit unseres Lebens. Trump wurde in der Nacht auf gestern bei seiner Kundgebung in Butler, Pennsylvania, von einem Scharfschützen auf dem Dach angeschossen. Das Butler Police Department berichtet, dass es sich bei dem Schützen um den bekannten Antifa-Aktivisten Mark Violetz handeln soll. Vor der Schießerei stellte er ein Video auf YouTube ein, in dem er erklärte, dass die Gerechtigkeit kommt, als Zitat. US-TV-Stationen zeigten in Berichten, wie die Leiche eines Verstorbenen von der Tribüne hinter Trump getragen wurde. Zwei weitere sind schwer verletzt. Offenbar trafen alle drei Schüsse, die auf Trump abgefeuert wurden, Menschen hinter ihm. Das zweite Opfer, das bereits als tot gemeldet wurde, war eine Frau irgendwo auf der Tribüne, also seitlich hinter Trump. Ein Chirurg bestätigte, dass ein Opfer auf der Tribüne am Kopf getroffen wurde und Hirnmasse verstreut wurde, was auf ein leistungsstarkes Kaliber als Munition hinweist. Dass auch der Schuss auf den Kopf, weisen, dass es sich um den Versuch einer Tötung gehandelt hat, der Trump wohl nur durch eine Drehung des Kopfes im Moment des Schusses entronnen ist. Der Attentäter stand dort etwa 5 bis 7 Minuten mit einem Gewehr. Wahrscheinlich lag er eher auf dem Dach, als dass er stand, aber war auf dem Dach. Ein AR-15, also ein Hochpräzisionsgewehr, ohne dass sich jemand um ihn kümmerte. Es wurde von Augenzeugen beobachtet, wie der Schütze anschließend vom Dach des an die Kundgebung angrenzenden Gebäudes gezogen wurde. Ein Augenzeuge soll auch noch die Behörden aufmerksam gemacht haben, dass eine Person auf das Dach geklettert sei mit einem verdächtigen Gegenstand, aber niemand hätte ihn ernst genommen. Das weiß ich allerdings nicht, wie dingfest das ist. Die Entfernung, etwa 125 bis 150 Meter, was bei einem Gewehr mit Hochbrisanzmunition wie etwa .223 REM selbst für einen mittelmäßigen Schützen einen präzisen Treffer erlaubt. Ja, nur ein Wort zu dieser Munition. Also es ist die präziseste panzerbrechende Patrone. Also ja, da wäre kein Wunder, ist bei einem Menschen seitlich hinter Trump Hirnmasse ausgetreten, bei einem Volltreffer, oder? Mit der Rest will ich euch nicht langweilen, aber ihr seht oben REM Swiss PAP und das wird hergestellt bei Swiss P Defense. Und zwar, das ist in Thun. Hier die Situation, also dort, wo die Bühne, der Stage, wo Trump am Sprechen war, dann hinter der verletzten und verstorbenen Menschen die Snipers, also die Scharfschützen des Staates, die Bundessicherheitspolizei oder auch Secret Service oder FBI oder was auch immer. Und auf der linken Seite seht ihr, wo eben der Todesschütze, oder ja, er ist Todesschütze, nicht bei Trump, aber bei einer Frau, die dort an dieser Wahlkampfveranstaltung war. Keine Ahnung, warum man nicht alle Dächer gesichert hat. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich Lektion 1 oder Lektion 2 bei solchen Platzsicherungen. Auf dem folgenden Bild ist zu sehen, dass ein Scharfschütze der Sicherheitskräfte auf dem Dach hinter Trump die Position des Attentäters beobachtet. Es scheint ihn zu sehen und feuert, während er zurückweicht auf ihn, nach dessen Schüsse zu hören sind.
Offensichtlich wussten die Sicherheitskräfte, dass das Dach ein hohes Risiko darstellte, aber sie hatten es nicht besetzt und auch nicht unter dauernder Beobachtung gehalten. Es ist auch erstaunlich, wie schnell er dann erschossen wurde. Also wenn jetzt noch jemand auf dem Dach gewesen wäre, wäre er gar nicht dort hochgekommen. Hier die Position dieses staatlichen Snipers, also Scharfschützen. Jetzt gibt es Berichte, dass Trump versucht hat, sein Sicherheitspersonal aufzustocken, was aber von Bidens DHS abgelehnt wurde. Das Attentat brisanterweise geschieht nur wenige Tage, nachdem Biden und andere prominente Demokraten wie Pelosi ihre Anhänger aufgefordert haben, Trump als jemanden darzustellen, der um jeden Preis, Zitat, aufgehalten, Zitat Ende, werden müsse. So auch Nancy Pelosi bei MSNBC. This is something that is undermining our democracy. He must be stopped. He cannot be president. Alles Zufall oder was? Gut, hinzu kommt, dass diese globale Gladio-ähnliche Operation an Fahrt aufnimmt. Ihr wisst, Gladio, die geheimen NATO-Armeen in Europa. Daniele Ganzer hat da ein sehr spannendes und, wie ich finde, auch hervorragendes Buch darüber geschrieben. Ich glaube sogar, er hat darüber doktoriert. Alle Gegner des globalen Hydra-Staates werden eliminiert oder zumindest massiv eingeschüchtert oder es werden Versuche in diese Richtung unternommen. Der populäre und EU-Corona-kritische slowakische Premierminister Robert Fico wurde vor nicht einmal 2 Monaten angeschossen. 2 Jahre ist es her, als der japanische Premier Shinzo Abe erschossen wurde, während er auf einer Veranstaltung sprach. Er hatte knapp davor ein Interview gegeben, in dem er sich gegen Massenimpfungen ausgesprochen hatte. Es hatte bereits im Frühjahr 2020 heftige Kritik in US-Medien gegeben, da er angeblich von Anfang an nicht entsprechend genug restriktiv gegen diese Pandemie agiert habe. Das gesamte Korrektiv-Fakten-Fuchs-Check-Gebilde rückte aus und behauptete, dass der Mord keinen Zusammenhang mit seinen Äußerungen über C-19 gehabt hätte. Aber wir erinnern uns auch einige afrikanische Politiker, wie der Präsident von Tansania John Magufuli, verstarben oder wurden ermordet, je nachdem, nachdem sie sich kritisch zur Pandemie oder PCR-Tests geäußert hatten. Unter anderem auch Pierre Nkurunziza, der Präsident von Burundi. Da schreibt selbst die Süddeutsche Zeitung: rätselhafter Tod des Präsidenten, weil er war erst 55, sehr sportiv und fit, oder? Aber er hat der Hilfsorganisationen aus dem Land geworfen, zuletzt auch die WHO, weil Nkurunziza nicht an die Pandemie glaubte. John Magufuli hingegen, der war 61, Präsident oder verstorbener Präsident von Tansania. Wir erinnern uns an das unvergessliche Video, das er gemacht hat, als er Motorenöl und Ziegen und Papayas getestet hatte, also diese Proben mit einem Namen eines Menschen versehen hatte und die waren alle positiv. Und wie er da ans Fernsehen kam und sagte: if every papaya is positive, you have to isolate every papaya. Und das war dann wahrscheinlich für das Establishment etwas too much. Und das ist dann auch die NZZ, Tansanias Präsident. John Magufuli ist tot. Der Populist hatte sein Land zur Corona-freien Zone erklärt. Sein Verschwinden aus der Öffentlichkeit hatte wilde Spekulationen ausgelöst. Laut offiziellen Angaben ist er am Mittwoch an Herzversagen gestorben. Also das war im Frühjahr 21, wie Nkurunziza auch an Herzversagen. Das scheint die neue staatsmännische Todesdiagnose zu sein. Interessant auch, dass zumindest zu Beginn die meisten Medien die Begriffe Attentat oder Attentatsversuch vermieden haben. Trump taken away after loud noises at rally. Also Trump wurde weggeführt nach lautem Lärm an einer Wahlkampfveranstaltung. Auch das Pressstatement ist äußerst zurückhaltend, oder es spricht eher auch von Zwischenfällen und wird nicht klar. Dann die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
I'm deeply shocked by the shooting that took place during former President Trump's campaign rally. Sie wünscht ihm dann eine schnelle Genesung und offeriert ihre Mitleidsbekundungen an die Familie der verstorbenen Frau. Aber sie ist, während einer Schießerei, also sie spricht nicht von einem Attentat auf den Präsidentschaftskandidaten, und sie ist wahrscheinlich eher schockiert, dass er dann immer noch die Faust hebt nach dem Attentat und dass sie mit ihren Superkollegen und Kolleginnen einsieht, dass er wahrscheinlich schwierig zu stoppen sein wird und dass die EU unter Trump es nicht wahnsinnig lustig finden wird. Das kann man schon mal vermuten. Sie sagt, ich bin zutiefst schockiert über die Schießerei, voilà, die während der Wahlkampfveranstaltung des ehemaligen Präsidenten Trump stattfand. Ja, und eben sein erster Ansprechpartner wird wahrscheinlich nicht Frau von der Leyen, sondern eher Orban oder Fico sein in Europa. Nun, ARD spricht von einem Zwischenfall, Trump nach Zwischenfall verletzt. Das ist schon relativ heftig für diese öffentlichen Medien. Dann Apollo News, der Umgang verschiedener Akteure des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit dem Attentat auf Donald Trump am Samstagabend sorgt für Irritationen. So zeigten verschiedene Medien trotz recht eindeutiger Videolage extreme Zurückhaltung bei der Berichterstattung. So titelte etwa ZDF heute: Trump nach Knall in Sicherheit gebracht. Bei der Tagesschau las man, wie gesehen, Trump nach Zwischenfall verletzt. BR24 titelte Zwischenfall bei Trump-Auftritt in Pennsylvania. Aber der absolute Hammer ist von einem Kabarett-Kollegen, wobei streicht das Kollegen wieder. Die krasseste Reaktion lieferte Comedian Sebastian Hotz, El Hotzo, der unter anderem als Ghostwriter für Jan Böhmermann, ZDF-Magazin Royal, arbeitet. Er schrieb darüber, was der letzte Bus und Donald Trump gemeinsam hätten. Und da kann man sehen, leider knapp verpasst. Er legte nach, ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben. Später löschte er den Tweet wieder. Er legte dafür erneut nach, absolut niemand zwingt ein Mitleid mit Faschisten zu haben. Man kann es ohne die geringste Konsequenz einfach lassen. Und das nochmals dieser Tweet. Ja, jetzt meinen natürlich alle, ist Donald Trump überhaupt noch zu stoppen? Nochmals, es sind noch mehr als 3 Monate, da kann noch so viel geschmiert, passiert werden und so weiter, seien wir nie zu sicher. Wobei, ich finde jetzt Trump auch nicht unbedingt den Staatsmann von Welt, aber ich denke auf jeden Fall das kleinere Übel als diese Biden-Geschichte da oder Gavin Newsom aus der Lockdown-Supergouverneur aus Kalifornien zum Beispiel oder Frau Michelle Obama. Ich glaube, Trump ist das kleinere Übel. Aber die Demokraten sind schon auch irgendwie zucken sie. Sie sagen einerseits, ja, also ich denke, wir könnten auch mit Trump leben, das wirklich mehrere. Ezra Klein, der Journalist, der wirklich Trump-Hasser ist, sagt auch, ich kann damit leben. Und mehrere, gemäß seiner Quellen, prominente Demokraten sagen das auch, dass sie sogar mit Trump leben. Das ist die totale politische Resignation. Aber es gibt noch so Aufständische, wie zum Beispiel diese junge Lady da, IOC, Alexandra Ocasio-Cortez, sie sagt, dass wenn Trump Präsident wird, dann wird es nie mehr eine Wahl geben. Also er wird gerade, keine Ahnung, eine Monarchie einrichten oder Präsident auf Lebzeiten bleiben und dann gleich zu seinem Schwiegersohn oder eine seiner Tochter wird übernehmen. Also sie ist gewählt in der Haus, also schwächer geht es nicht. Und dass man nicht überall intelligent ist, beweist Gary Kasparov, der war mal Schachweltmeister und hat dann aber gegen diesen gigantischen Schachcomputer, wie hieß der, Deep Blue oder Big Blue, verloren. Und er sagt, he is the president, also Biden, and could do much more to help Ukraine and by extension US security.
And I wish the Dems would consider alternatives. But Trump is an existential threat, a wannabe dictator who adores dictators. Also er sagt, ja, Biden ist Präsident und er könnte noch viel mehr machen, um den Ukrainern zu helfen und damit auch die Sicherheit der Amerikaner zu verbessern. Also nach dem Motto, die USA werden am Dnieper verteidigt, oder? Und er wünscht aber trotzdem, dass die Demokraten vielleicht noch jemand anders als Biden ins Rennen führen würden, weil Trump ist eine existenzielle Bedrohung. Er ist ein Möchtegern-Diktator, der andere Diktatoren bewundert. Ja, mein Zelensky und die Ukraine haben sämtliche Wahlen ausgesetzt, Frau AOC und sämtliche Presse verboten. Also ja, nein, Zelensky ist kein Diktator. Und Trump ist ja immer noch ein wirklich valabler Kandidat. Also das hat er zuletzt bewiesen am NATO-Gipfel zum Beispiel. Zurzeit wird jeder Versprecher von US-Präsident Joe Biden äußerst kritisch verfolgt. Denn es herrscht eine Debatte über seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit. So auch auf der Pressekonferenz am Donnerstag in Washington im Anschluss an den mehrtägigen NATO-Gipfel. I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President. Hier verwechselte der 81-jährige Biden seine aktuelle Vizepräsidentin Kamala Harris mit Donald Trump, ohne es selbst zu merken. Biden betonte allerdings erneut, dass er sich als einzigen Kandidaten sehen würde, der die Fähigkeiten habe, Donald Trump erneut zu schlagen. Ein weiterer Fehler unterlief Biden, als er den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky als Präsident Putin vorstellte. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin. Doch hier korrigierte er sich umgehend. Ja, also wenn man 4 Jahre mit Kamala Harris zusammenarbeitet und sie wieder als Vizepräsidentin möchte und sie mit dem größten Gegner als Kandidaten für seinen Vizepräsidenten Donald Trump verwechselt und wenn man dann statt Herrn Zelensky Herrn Putin ankündet, ja, also ich bin ja Arzt, aber ich möchte da keine Diagnose coram publicam machen. Wir sind am Ende dieses Videos. Hasta la Vittoria siempre. Und schaut unbedingt auch unser Video auf Rumble an von heute. Ihr seht, wir sind volle Karre am Arbeiten. Hinterlasst auch ein paar Kröten, wenn es geht, dass wir wirklich überleben können. Das wäre super. In diesem Sinne, mein Name Marco Caimi, meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es bleiben und werden möchten. Saludos a todos und weiterhin guten Wochenstart.